Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Dragon Age Inquisition in der Himmelsfeste am Kartentisch, liebe Leute. Ich hab die Liliana nochmal entsandt, um Ressourcen, ich glaube, in den Hinterlanden zu sammeln, da, wegen den Elfenwurzeln. Sie hat uns schon 6 Elfenwurzeln gebracht und ich hab's gleich nur mal losgeschickt. Und jetzt haben wir dann, was können wir da nur... Ehemalige Sklaven als Lohnarbeiter rekrutieren. Das sind die Sklaven, was wir in der Ödnis gefunden haben. Und das machen wir. Machen wir uns an die Arbeit. Und dann können wir da oben nochmal Kräuter sammeln. Fangen wir an. Wir brauchen Elfenwurzeln. Okay, dann schauen wir jetzt nur mal kurz in unser Tagebuch, was wir jetzt so an Quests machen können. Wir vergessen einfach, was am Ende der letzten Episode passiert ist, weil das interessiert ja überhaupt gar keinen. Das war überhaupt nicht wichtig. Kammwald. Erinnerungen der Grauen. In Un Prix d'Orléans gefunden. Ja gut, Un Prix d'Orléans, das ist ja... Das da. Achso, das müssen wir, glaube ich, am Kartentisch noch freimachen. Erhabenen Ebenen. Gut, aber das haben wir eh schon. Achso, erhabene. Ach, da brauchen wir unser Bärenfell, gell? Da war ja irgendwas. Bärenhäute, ja genau. Malachit habe ich auch noch nicht gefunden. Keine Ahnung. Fallbruch. Requirierung. Oh Gott, das ist das mit den Scherben. Hinterlande. Da braucht man die Felandaris. Aber die Notizen, da fehlen uns zwar aber die Losi. Himmelsfeste, ein Hof, ja gut. Westgrate, Manuskript. Ah, okay, das ist das Mal. Okay, dann können wir ja. Gut, dann machen wir das. Das war das da, den Drachentext übersetzen. Ich habe über euren letzten Brief nachgedacht. Und da ich euch nach dem Zwischenfall in Cumberland eine Gefälligkeit schulde, mich nach etwas umgesehen, das euch bei der Lösung eures Mysteriums helfen könnte. Ich habe einen Geschäftsfreund in Manrathes, dessen Bruder in Altertumsrat des dortigen Zirkels arbeitet. Für die ein oder andere Gefälligkeit wäre er wohl bereit, euren Text zu übersetzen. Ich muss euch allerdings warnen. Es dürften recht teure Gefälligkeiten sein. Andererseits ist das wohl eure beste Chance. Ja. Das soll uns das Gefälligste übersetzen, da. Anbei übersende ich euch die vollständige Übersetzung, dass unsere Scholaren auf die Zeit vor der ersten Verderbnis datieren. Der Dialekt hat in der historischen Linguistik für ziemlichen Wirbel gesorgt. Der Altertumsrat würde die Zusammenarbeit mit der Inquisition gerne vertiefen, falls sie auf weitere in Twene verfasste Dokumente aus der Zeit vor der Verderbnis stoßen solltet. Neues Gebiet freigeschaltet. Okay, und ein ganz neues Gebiet in den Westgraten. Nach mehr als 30 Tagen muss ich nur noch den abyssischen Hochdrachen in... Oh, ja? Kann ich euch helfen? Meine Leute haben dieses teventeranische Manuskript übersetzt.
Studien über das Beuteschema von Drachen. Ihre Wanderungen. Ha! Durans Theorie, Drachen würden kein Blau sehen, ist hiermit widerlegt. Nun, da diese schrecklichen Plünderer aus dem Weg sind, können wir endlich den hohen Drachen herauslocken. Die Ehre sollte euch gebühren, meine Liebe. Gut, ich habe schon geeignete Stellen in der Wüste notiert, an denen ihr Köder ausbringen könnt. Deponiert diesen Köder und dann wartet. Das wird eine Sternstunde der Drakonologie. Ich werde den Köder für den hohen Drachen auslegen. Aber das, Ich kann es kaum erwarten, euren Bericht zu hören. Ihr müsst genau dokumentieren, wie er sein Revier umkreist. Wir müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen. Da war jetzt aber gerade irgendwo ein Rufzeichen. Achso, Oh nein, es gibt eine echte Requirierung. Schrecklich. Es gibt Neuigkeiten, Sir. Setzt mich ins Bild. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Oh nein, ich kann es sogar abgeben. Trinke. Neue Entwicklungen. Setzt mich ins Bild. Seht selbst, Sir. Oh Gott sei Dank. Okay, gut, dann gehen wir darüber und streuen die Köder aus. Öis Pferd. Okay, aber das heißt jetzt nicht, wir dann den nur anlocken, ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich gegen den kämpfen muss. Ich meine nur, dass ich dokumentiere, wie der sein Gebiet umkreist. Mehr nicht. Wow. Das schaut ziemlich ekelhaft aus, ne? Huch! Warum ist das Pferd jetzt gerade das erste Mal abgeworfen? Kann das sein? Ich bin einfach runtergekupft, einfach ohne dass ich was gemacht habe. Oh, jetzt wird's spannend, der letzte Köder! Go. Boss, tötet! Falls ihr es nicht wisst, ihr seid die Größte. Ich dokumentiere, wie er sein Gebiet und Gauter Lisa Paragon Schimmer den Kauf. Aber die Musik geil. Versuchen wir nicht gefressen zu werden, ja? Das sieht nach Drachengebiet aus. Oh, das wird ein Spaß. Wo landet er? Da hinten? Töte den abyssischen Hochdruck. Der kann ich den jetzt schon bringen. Erst einmal speichern, ne? Okay, jetzt warte mal. Welches Level hat denn der? 14. Immunität, alle außer Gefecht setzen Infekte, Verlangsamung, höhere Feuerresistenz, Anfälligkeit für Kälteschaden. Das ist gut, weil der Solus hat, glaube ich, eh noch seinen Kältestab ausgerüstet. Yes. Wow, bist du aufgeregt, ne? Aber man, das ist die Quest, ne? Das heißt, ich muss doch eigentlich schon schaffen. Obwohl, ich habe die Quest in die tiefen Wege, ne? Und ich stehe mir da sehr bescheuert an. Okay, liebe Leute, macht's euch bereit.
bin getarnt, er sieht mich nicht. Wow, ist es aufregend! Wow, ich mag ihn gar nicht dunkeln, Alter. Der ist viel zu schön. Er ist viel zu schön. Flanke! Flankenhieb! Rechte Flanke! Flügelschlag! Geht, ne? Okay, warte mal, er macht irgendwas. Jetzt, boah, ja, geht's lieber mal da. Das Feuerwerk, spitz du! Okay, das war jetzt gerade mein Schuss gewesen. Er hat sie wieder gestehlt. Er ist vergiftet. Es tut mir so leid, dieser Drache, wirklich. Ah, jetzt habe ich nicht geschaut, er hat Feuer gespuckt. Gott. Stehen Sie? Ich glaube, die kannst du trotzdem ausweichen. Hackenattacke! Er liegt! Oh, der Arme, der Arme! Alter, das ist unser erster Drache. Auf den Getter, auf die! Ah, scheiße, geguckt. Ist. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Erschlagene Drachen 1 von 10. Das ist der schönste Sparta. Tag in meinem Leben. Habt ihr das alle gesehen?
Ich fühle mich schlecht. Okay, aber das war jetzt unser erster Drache. Aber das war halt auch der leichteste, glaube ich. Mit Stufe 14. Aber ist eigentlich gut gegangen. 1 von 10 erledigt. Wow. Frederick, ich habe ihn getötet. Es ist ausgesprochen unwahrscheinlich, dass Sie zu dieser Jahreszeit nisten. Ah, Frau Kollegin, wie kann ich euch helfen? Der hohe Drache hat mich angegriffen, als ich den Köder auslegen wollte. Das Pferd! Ich fürchte, er ist tot. Er hat euch angegriffen? Das ist ja wunderbar. Dann habt ihr sein Verhalten aus nächster Nähe gesehen. Habt ihr euch irgendwelche Notizen gemacht? Vermutlich nicht. Aber egal. Ich würde mich später sehr gerne mit euch über die Sache unterhalten. Ich sollte mich eurer Inquisition anschließen. Mein Wissen könnte euch von Nutzen sein. Und eure Späher könnten mir helfen, andere Drachen zu finden. Ja, sicher. Natürlich. Ich bin sicher, die Inquisition hätte Verwendung für einen Drakonologen. Super. Drakonologen. Ich bin mir sicher, meine Forschungen werden euch von großem Nutzen sein. Der ebissische Hochdrache. Puh. Emissär gewonnen. Ja, gut. Josephines Versuch... Okay, warte mal. Josephines Versuch, ihrer Familie den Handel in Orlé wieder zu ermöglichen, führte dazu, dass ein Mordauftrag in Kraft trat. Ja, aber das haben wir eh schon vernichtet, oder? Der vor mehr als 100 Jahren von einer Familie namens Du Paraquet erteilt wurde. Obwohl der Auftrag derart alt ist und die Duparakets nicht länger dem Adel angehören, ist der damals geschlossene Vertrag noch immer bindend. Das Haus der Ruhe, der beauftragte Assassinenbund, wird nicht ruhen, bevor Josephine tot ist. Okay, gut, machen wir das. Okay, zu Josephine. Die muss da drüben dann was sein. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Die Berichte waren vage. Aber wir haben das doch am Kartentisch erledigt, die Quest. Okay, Gott, ich habe das untersucht. Josephine! Ich habe Lilianas Bericht gelesen. Ihre Leute haben sich in die Assassinengilde eingeschlichen, die es auf euch abgesehen hat. Der Mordauftrag gegen euch wurde vernichtet. Mhm. Ihr solltet jetzt in Sicherheit sein. Und damit ist das Haus der Ruhe aus dem Spiel. Die ganze Angelegenheit ist unerfreulich, aber ihr seid jetzt in Sicherheit. Ich zweifle nicht daran, dass die Gilde aus üblen Männern und Frauen bestand, Inquisitor. Es ist nur... Habe ich je erwähnt, dass ich früher eine Bardin war? Ihr wart Sängerin? Barden unterhalten die orlesianischen Höfe. Sie singen, musizieren, betreiben geistreiche Konversationen und spionieren. Viele junge Adlige setzen sich eine Maske auf und lernen auf diese Weise das Spiel kennen. Was hat euch an einem Leben als Bardin gereizt? Ich besuchte eine Universität in Val Royeaux, als ich von den Barden erfuhr. Da war dieser Hauch von Romantik, der sie umgab. All die Geschichten über Geheimnisse, Liebeleien und faszinierende Persönlichkeiten. Einige von uns, alles junge Adlige aus Antiva, entschieden, dass dieses aufregende Leben das Richtige für uns sei. Wie seid ihr von einer Bänkelsängerin zur Botschafterin geworden? Auf äußerst traurige Weise. Ich stieß im Rahmen einer speziellen Intrige auf einen anderen Barden, der geschickt wurde, um einen Gönner zu töten. Wir kämpften gegeneinander, falls man es überhaupt so nennen kann. Wir beide hatten schreckliche Angst.
Wir waren auf einer steilen Treppe. Er zog ein Messer und ich habe ihn weggestoßen. Ihr könnt euch vorstellen, wie es ausgegangen ist. Ihr habt euch nur selbst verteidigt. Es hätte einfach nicht sein müssen, Inquisitor. Als ich ihm die Maske abnahm, sah ich in ein Gesicht, das ich kannte. Es hatte mehr als eine Feier gegeben, auf der wir gemeinsam waren. Hätte ich nur kurz innegehalten, um nachzudenken. Hätte ich nur meine Stimme gebraucht, anstatt mich wie ein gemeiner Verbrecher zu prügeln. Ich werde mich mein Leben lang fragen, zu wem dieser junge Mann wohl geworden wäre. Er war offenbar bereit, euch nur für das Spiel zu ermorden. Ja, womöglich. Ich glaube nur, ich bin die Letzte, die beurteilen sollte, ob er das Messer auch tatsächlich benutzt hätte. Bei all dem Durcheinander, bitte entschuldigt. Ich glaube, ich habe euch noch nicht dafür gedankt, dass ihr mir hierbei geholfen habt. Nee. Eure Fähigkeiten sind der Inquisition von großem Nutzen. Wir wollen euch nicht verlieren. Nun, das Haus Montillier wird euch ewig dankbar sein. Und solltet ihr jemals Antiva besuchen, werden wir euch ein Willkommen bereiten, über das man noch Jahre später reden wird. Ist was? Sonst gibt's da jetzt nichts mehr? Na gut, dann haben wir das auch erledigt. Okay. Der Ferment-Tempel, Ebenen, Sturmküste. Ja, da können wir noch immer nicht rein, ne? Das ist ja da immer verschlossen. Das ist immer komisch. Hoppala. Das ist das, der Kammwall, Sehenswürdigkeit, Burg von Sheer Oswin. Ah, okay, warte mal. Cassandra hat Grund zur Annahme, dass Korypheus für das Verschwinden der Suche der Wahrheit verantwortlich ist, braucht aber Hilfe, um ihren Verdacht zu beweisen. Das können wir machen. Ja, das machen wir. Reisen. Ach nö, warte mal. Hab ich jetzt die Cassandra ausgewählt? Nee, die Cassandra wird wahrscheinlich sowieso dabei gewesen sein, weil das ihr Quest ist, so. Na, oder? Wahrscheinlich. Mhm. Ja komm, dann machen wir das da noch alles voll bei ihr. Zacki, 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 zacki. Dann habe ich gesehen, der Varicott auch ein Level Up. Gar nicht mitgerückt, während der das gehabt hat, das Level Up. Nehmen wir das mit Gift. Gut, das muss ich jetzt schauen, ne? Die Cassandra, die hat halt. Die ist halt nicht besonders gut ausgerüstet, muss man jetzt sagen. Ja, 168. Gehen wir einfach da die Axt. Achso, Stufe 19. Ah, okay, sie ist 18. Ja, dann schauen wir noch kurz Ausrüstung. Ja, na ja, komm. Passt schon. Wo müssen wir hin? Okay. Einfach mal erkunden. Gibt's da vielleicht Elfenwurzeln? Hoppla. Geh einfach mal einen Weg entlang. Ein Vogel. Oh, das ist ein Bug. Schaut schön aus. Kerr Oswin. Wie sonderbar, dass uns die Spur hierher geführt hat. Ben Lauren ist ein frommer, bescheidener Mann. Wo hat er sich da nur hineinziehen lassen? Er ist womöglich auch nur ein Opfer. Finden wir heraus, was uns drinnen erwartet.
Okidoki. Nein, ich bin voll. Hallo? Verheißter Fuchel. Auf nimmer Wiedersehen! So. Ja, aber wo geht's denn da oben dann lang? Oh, das ist immer so schwierig. Ah, da gibt's noch was zum Plündern. Nacktote. Ah. Schöne Aussicht auf jeden Fall. Ja, blöd, ne? Ich habe halt jetzt... meine Taschen sind voll. Die Musik ist aber auch so cool da, gell? Ja gut, wobei... Das sind Stufe 11 Sachen. Die werden wahrscheinlich eh schon zu schwach für mich sein. Das Schloss finde den Verheißer. Ich hätte es wissen müssen. Der Orden der flammenden Verheißung ist ein Kult mit seltsamen Ansichten über die Sucher. Seine Mitglieder jagen uns seit Jahrhunderten. Besteht die Möglichkeit, mit ihnen zu verhandeln? Sie sind Fanatiker, besessen von jeglicher verbotener Magie, die sie zu wahren Suchern machen könnte. Nun, das alles erklärt zwar, warum die Sucher hier sein könnten, allerdings nicht die Verbindung zu Corypheus. Okay. Ja, ich weiß nicht. Oh, das ist ja finster. Aus dem Weg! Toter Sucher! Ein Sucher. Wurde er zu Tode gefoltert? Verheißer werden dafür bezahlen! Ja, ist auf jeden Fall, ne? Lilianas Habe. Das schaut gefährlich aus, wenn ich hier als erster. Sehr gefährlich war der. Überaus gefährlich. Er geht auf mich. Ey! Finde den Hofschlüssel. Aber das muss ich mitnehmen, weil die gelben Sachen sind immer die, was man am Forschungstisch abgeben. Oh. Boah, jetzt haben wir gedacht, mein Spiel ist abgestürzt. Da die Sucher der Wahrheit gegen die Wirkung des roten Lyriums resistent sind, hielt es der Älteste für angemessen, sie in eure Obhut zu geben. Folgt eurer Bestimmung und wisset, dass der Älteste im Gegenzug eure Ergebenheit erwartet. Unterzeichnet von Lord Samson, Kommandant der Roten Templer. Erkennt Corypheus nicht, dass die Verheißer das Ende der Welt wollen? Welchen Nutzen haben sie für ihn? Corypheus wird sie vermutlich verraten, bevor sie ihre Chance bekommen. Aber erst nachdem er hat, was er von ihnen braucht. Aber das erklärt nicht, wie er die Sucher gefangen nehmen konnte oder was mit ihnen geschehen ist. Suchen wir weiter.
In dem Brief steht, Sucher sind gegen rotes Lyrium resistent. Dank unserer Fähigkeiten haben wir viele Gaben, aber eine Resistenz gegen rotes Lyrium, das erscheint mir seltsam. Obschon es erklären würde, warum keine Sucher in den Reihen der Roten Templer sind. Und somit wären Sucher für Korypheus nutzlos, weil er uns nicht an der Leine halten könnte. Wir werden sie finden, Cassandra. Das werden wir. So oder so. So oder so, meine lieben Leute, werden wir sie finden. Ist jetzt mein ganzer Loot weg? Moment. Nee. Jetzt wollte ich gerade eine coole Überleitung machen. Nee, das muss ich nicht nehmen. Okay, dann muss ich jetzt kurz einen Platz machen. Kleiner? Nee, der kann man. Baumwolle. Da haben wir irgendwas, was ich einmal kurz entsorgen könnt. Was hat er? Er hat die so 100. Ach komm, der Manns von denen geschwind zerstören. Ja. Und plündern. So oder so, meine lieben Leute. Wir werden sie finden. Aber erst in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.